Seid mir gegrüßt allerseits und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit The Witcher 3 Wild Hunt, wo es heute mal ein bisschen entspannter ist als beim letzten Mal, zumindest vorerst. Allerdings sind wir noch ordentlich vergiftet, also da mag man gar nicht meinen, dass da ein bisschen Zeit vergangen ist, deswegen... Komm, gönnen wir uns mal ein Stündchen hier, ja, dann sieht es auch wieder besser aus, dann wechseln wir einmal zum verbesserten Absolut Raffarts und ja, gucken dann einfach mal. Finde die Unterkunft, genau, da wollen wir ja mal hin, ne? Das ist das Optionale, okay. Und da müssen wir mit Damien sprechen. Okay, erstmal aber zur Unterkunft. Das Optionale nehmen wir doch sehr gern mit. So, mal sehen, was uns hier erwarten mag. Ach Gott, hier klingt selbst so eine Obdachlosenunterkunft richtig edel. So, mal sehen, was wir hier finden. Was willst du? Reden. Zeitverschwendung. Wir haben uns schon den Mund fusselig geredet. Jetzt ziehen wir andere Seiten auf. Nur die Ruhe, meine Herren. Entweder verschwindest du mit diesen räudigen Rumtreibern, oder wir werfen euch allesamt raus. Unsere Geduld ist am Ende. Das ist doch keine Müllkippe hier. Verschwindet! Hier leben anständige Leute. Der Berliner ja fast schon. Warum sollen sie denn hier nicht leben? Das ist eine gute Frage. Ihr wollt also nicht, dass sie hier ihre Unterkunft hatten. Fragt sich, warum? Sieh mal, Ballard. Noch ein Verteidiger der Armen, ein Kämpfer für die Gerechtigkeit. Verfluchte Inzucht! Unsere Frauen und die Jugend wohnen nebenan, wo sich doch selbst Männer kaum trauen können, an solchem Abschaum vorbeizugehen. Anständige Leute? Du meinst ja wohl nicht euch. Wieso? Hast du da Zweifel? Und wie? Hörst du, Artois? Er will uns beleidigen. Auf unserem Grund und Boden. Gibt es jetzt etwa einen Faustkampf? Mein Freund kann diesen unseligen Disput zweifellos alleine beenden. Ach Gott. Erst erschlag ich einen Vampir und jetzt darf ich mich mit so einem schnöden Faustkampf rumplagen. Das ist ja schon fast unter meiner Würde. Uiuiui. So, und den kriegen wir jetzt auch ganz schnell zur Strecke gebracht. So, machen wir das jetzt mal ein bisschen kultiger hier. So, und so haben wir die dann vertrimmt. War schön, ich verstehe schon. Kommt, Männer. War minimal einfacher als Detlef, aber auch nur ganz gering. Hilfe. Ich habe versucht, mit ihnen zu reden, aber sie hätten mich windelweich geprügelt, wenn ihr nicht gewesen wärt. Ich bin sehr dankbar. Was wollten die von dir? Sie sind Nachbarn. Sie wollen, dass ich mit der Unterkunft verschwinde. Sie mögen es nicht, dass ich Bettlern helfe. Ich hätte ja nichts dagegen. Aber wo sollen wir hin? Nun, ihr habt ein Anliegen, nicht wahr? Vielleicht kann ich euch die Hilfe vergelten. Das wäre sehr nett, aber erstmal erzähl doch mal was über diese Unterkunft. Was ist das hier? Ein Armenhaus? So könnte man es nennen. Hier kann man sich ausruhen und etwas Warmes essen. Warum hilfst du ihnen? Weil sie Hilfe brauchen. Und es sonst niemand tut, natürlich. Wir suchen einen Mann, der vielleicht den Schuhputzer in der Rue de Garle erwähnt hat. Den Schuhputzer? Ein munteres Kerlchen. Ich kenne ihn. Oh, hat ja. Einer deiner Schützlinge vielleicht einen Termin bei ihm gehabt? Oder wird noch einen haben? Vergebt. So weit geht die Hilfe nicht, dass ich sowas wüsste. Aber wenn ihr warten wollt, bald kommen sie alle zum Essen. Dann könnt ihr sie selber fragen. Joa, fragen wir mal weiter nach. Komm, wenn schon denn schon... Ist es sicher, dass alle üblichen Bettler hier sein werden? Sie müssen natürlich nicht kommen. Aber sonst kriegen sie schwerlich eine anständige Mahlzeit. Also essen die meisten aus der Gegend hier.
Wenn ich schon so edle Kleidung trage, kann ich ja auch noch ein bisschen parlieren. Okay, vielleicht hatten die Schläger deswegen nicht so wirklich Angst vor Geralt. Aber noch sitzt sogar seine Kleidung. Also da wird hoffentlich der gute Mann, der ihn ausgerüstet hat, nicht zu sauer werden. Aber ich verliere mich mal wieder in Nebensächlichkeiten. Wir machen Danke. Weiter. Nett, dass wir warten dürfen. Bei Nebensächlichkeiten müssen manchmal ja auch sein, ne? Sonst bräuchte ich ja kein Let's Play davon machen. Sondern einfach nur ein Gameplay-Video. Einige Stunden später, also Geralt hat offenbar wirklich viel Zeit. Liebe Leute, ich habe ein Anliegen, bevor ich auftische. Diese beiden Herren haben einige Fragen. Bitte hört ihnen zu und fasst euch beim Antworten kurz, damit die Suppe nicht kalt wird. Das würden wir doch nicht wollen. Nein. In letzter Zeit haben 4 von euch dem Schuhputzer Briefe gebracht. Das wissen wir. Weiß jemand, wovon der Herr redet? Ja, Romain? Ich werde doch nicht petzen. Wir sollten die Briefe nicht erwähnen. Wir haben es geschworen. Mir kannst du es sagen, Romain. Du hast einen Brief bekommen und ausgeliefert? Gute Arbeit, Romain. Danke. Wer noch? Ich habe auch einen gekriegt und dem Schuhputzer gegeben. Und Frischi hat auch einen gekriegt. Aber das kann er nicht erzählen, weil er nicht hier ist. Meinen habe ich noch. Ich soll ihn 2 Tage nach St. Barnabas ausliefern. Ach, schau eine an. Ja, nee, bedeutungslos. Ich würde gerne wissen, was in diesem Briefchen steht und ob da tatsächlich noch irgendwas passiert. Es ist eine Angelegenheit von größter Wichtigkeit für das Herzogtum. Gib mir den Brief, sonst nehme ich ihn mir. Ganz einfach. Aber ich sollte ihn persönlich überbringen und ihn niemandem sonst zeigen. Das hat sie gesagt. Und sie war furchteinflößend. Du musst auf Leute hören, die freundlich und ehrlich sind. Diese beiden hier haben mir gerade geholfen. Sie haben uns allen geholfen. Wenn die Person dich bedroht, musst du dein Versprechen nicht halten. Na gut, hier nimm. Ich will sowieso nicht zum Schuhputzer gehen. Da ist es immer so matschig. Wie so ein Kinderverein irgendwie. Der alte Mann, der sagt, was zu tun ist. So, wen haben wir da? Ich bin jetzt gespannt, ob das die Verdammt. Schwester ist. Was denn? Ist das Henrietta? Ist Anna Henrietta? Ein weiterer Name? Sieh es dir an. Anna Henrietta, wette. Also sowas. Das habe selbst ich nicht erwartet. Und nun zu unserer Herzogin. Offenbar haben wir Sianna erheblich unterschätzt. Offenbar sollte Detlaff ihr buchstäblich das Herz rausreißen. Doch brich ihr zuerst das Genick. Seltsam. Offenbar hab ich recht gehabt oder so ähnlich, wa? Ja, das letzte Opfer wäre also die Herzogin gewesen. Ja, hab ich's doch gesagt. Manchmal bin ich richtig gut. Imaginäres Schulterklopfen. Ist das Bild jetzt vollständig? Wahrlich. Die Angelegenheit ist kein Rätsel mehr, sondern eine ungeheure Tragödie. Wir haben es mit einem geplanten Anschlag auf die Herrscherin von Toussaint zu tun. Einem Staatsstreich. Und Detlaff hat das auch noch gemacht. Das ist ja das Schlimme bei der ganzen Sache. Also, Detlaff hätte tatsächlich Anna Henrietta ermordet. Gut, dass wir den irgendwie so ein bisschen aus dem Verkehr gezogen haben. Die Herzogin sollte Detlaffs letztes Opfer werden. Das hat Sianna von Anfang an geplant. In der Tat. Das ist die logische Schlussfolgerung, Geralt. Zuerst 4 scheinbar zufällige Opfer mit den Tugenden als einzige Gemeinsamkeit. Das reicht, damit die Leute von einem Biest der Rache reden. Das hat Siannas Verbindungen mit den Opfern verschleiert. Und sie konnte die, die sie hasste, einen nach dem anderen umbringen lassen. Zuletzt die Herzogin. Hätte sie ihren Plan in die Tat umgesetzt, hätte keiner nach den Gründen gefragt. Man hätte angenommen, dass Anna Henrietta wegen ihrer Sünden gestorben ist. Sie ist für ihre Hartherzigkeit bekannt. Es gibt umfassende Beweise für ihr mangelndes Mitgefühl.
Warum sollte Sianna ihre eigene Schwester ermorden wollen? Neid? Machtgier? Natürliche Neigung zum Bösen? Das ist alles wahrscheinlich und schließt sich gegenseitig nicht aus. Aber wenn wir es genau wissen wollen, können wir sie selber fragen. Jo, das wäre auf jeden Fall eine Idee. Ja, ich würde gerne ihre Motive erfahren, auf jeden Fall. Also, aber wir müssten auf jeden Fall auch der Herzogin Bescheid geben, weil sie könnte das vielleicht auch interessieren, dass sie so als letztes Ziel auf der Liste steht, auf der schwarzen. Oder, wobei, schwarz ist es ja nicht, ist ja Pergamentfarben. Aber egal, die imaginäre schwarze Liste. So, aber nun, ich palabere wieder ordentlich drumherum, weiter im Kontext hier. Ich würde wirklich gerne ihre Motive erfahren. Sehr schön. Manchmal muss man dem Bösen in die Augen blicken. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Sie hat meinen Freund für ihre Morde benutzt. Ich habe wohl jedes Recht, sie zu verdammen. Aber ich unterstütze deine Suche nach der Wahrheit. Manche Philosophen halten die empirische Untersuchung für den einzigen Weg zur Erkenntnis. Hast du nicht gesagt, dass die Herzogin Sianna eingesperrt hat? Die Höflinge haben auf einer sehr viel härteren Strafe bestanden. Anna Henrietta musste ihre Schwester vor einem Lynchmob retten, wie sie ihre Untertanen vor einem Kriminellen beschützen musste. Jedenfalls sitzt Sianna in einem abgeschiedenen Winkel des Palasts gefangen und wartet auf ihre Verhandlung. Ich müsste ein paar Wachen überwinden, wenn ich sie sprechen wollte. Das klingt doch eigentlich jetzt ziemlich in Ordnung, ne? Treffen wir uns nach der... Nee. Kommst du mit? Das ist, glaube ich, die bessere Frage. Wobei ich nicht weiß, ob das nach der Zeremonie ist, weil... ihr wisst schon, so lange wird es wohl nicht mehr sein, bis die beginnt. Von daher wird das vermutlich so danach sein. Aber gucken wir erstmal. Kommst du mit? Natürlich nicht. Ich warte in Merla Chaiselong. Ich kann nicht riskieren, nach den Verwüstungen durch Detlaff und seine Schergen den Palast zu betreten. Außerdem ziehe ich die Gesellschaft eines Alraunenschnapses, der Gesellschaft der bösen Schwester der Herzogin, vor. Das heißt also, du willst dich betrinken, weil du Sianna nicht leiden kannst. Solche kategorischen Feststellungen schätze ich nicht. Aber ich gebe zu, dass ich in der Gegenwart nicht für mein Verhalten garantieren könnte. Sie war grausam zu Detlaff und hat schließlich seinen Tod bewirkt. Und jetzt noch dies? Nein, Geralt. Ich gehe nicht mit dir. Ich erwarte dich auf dem Friedhof. Der übliche Treffpunkt. Na toll. Geralt muss hier auf den Schnappes verzichten. Das finde ich irgendwie ein bisschen fies. Oh, ich mach mal Quick Save. Vielleicht halte ich das ja auch in dieser Kleidung durch. Werd auf jeden Fall sportlich. Hallo, werte Huren. Höflich fragen. Gestattet ihr mir, eure unteren Extremitäten zur Breite zu entfalten, wie eines Schmetterlings gleich? Guten Tag. Nee, offenbar, das klingt eher nach Verabschiedung. Reden wir mal mit dem Zuhälter. Demütigste Grüße. Ja, ich demütige zurück. Demütigste Grüße. Guten Tag. Die haben auch sehr... Hallo, mein Hübscher. Ah, mal was Neues. Das ist ja schon fast eine Anbiederung hier. Aber gut, genug des ganzen Kladderadatsch. Ich würde jetzt eigentlich gar nicht mal mehr die Nebenquests erstmal angehen. Vielleicht später. Dafür bin ich zu sehr jetzt eigentlich in der Hauptstory drin. Von daher gucken wir doch mal. Sprich mit Sianna, das habe ich vor, gell? Nö, dann muss ich, glaube ich, doch mal hier Butter bei die Fische machen und sagen, Mensch, wir wählen uns die böse, böse Kleidung aus. Nee, irgendwie nicht. What the hell? So. Da sind wir dem Ganzen schon ein bisschen näher. So, einmal wieder alles ausrüsten, was hier so edel daherkommt. Ey, wieso bin ich jetzt bei den Questgegenständen? Wollt ihr mich ver...
Alter. Ja, ich bin mir jetzt sicher, dass mich das Spiel verkackeiern will. Anders kann ich mir das Ganze nicht erklären, gell? Also, offenbar haben wir vor dem Zeremoniell ordentlich Zeit noch, um irgendwelche Dinge und Details zu erledigen. Machen wir doch einfach mal, ne? So, wo müssen wir denn hin? Palast von Buclair. Optional, sprich mit Sianna. Das hab ich irgendwie vor. Oh, da ist eine Taverne. Wir gehen in die Taverne, da sind wir ja so gerne. Alle Mann ans Fasten zusammen, macht das Spaß zwischen allen holden Maiden, die sich auch so leicht bekleiden. Bei Gesang und Alkohol, ja, da fühlen wir uns wohl. Ach, sogar ein Bordell. Ja, ob Bordell oder Taverne ist alles das Gleiche. Ach, hier ist die Mutter Teresa des Bordells. Wunderbar. Schön, dass du vorbeischaust. Oha, gemütlich hier, ja. Das ist doch wunderbarer Ansatz. Gemütlich hast du es hier. Wie schön, dass es dir auffällt. Tja, so bin ich halt. Als ich genug gespart hatte, um mein eigenes Etablissement zu eröffnen, wollte ich kein Bordell, sondern ein Zuhause haben. Wo die Herren nicht nur herkommen, ihre Hosen runterlassen und schnell fliehen, sobald sich die Mädchen umdrehen. Hier stinken die Laken nicht nach Schweiß, die Betten haben keine Flöhe und der Wein ist nicht verwässert. Dieser Ort lädt zum Verweilen ein, zum Plaudern, zu einer gemütlichen Pfeife im Sessel. Natürlich alles nach einer angemessenen Bezahlung. Das ist sehr löblich und so sehr ich auch der Hauptquest gerade folge, ich kann die Einladung zum Gewinn nicht widerstehen, deswegen spielen wir nochmal so eine kleine Runde. Ich suche etwas Neues, etwas Spezielles, aber das muss unter uns bleiben. Du weißt doch, ich sollte nicht. Ach, wen Scherz. Was kann ich tun? Quint, spielst du? Was für ein verwegenes Angebot von Geralt. Ah, wie herrlich er das ausgedrückt hat. Mir gefällt's. Ach, manchmal muss man echt mitten am Höhepunkt der Mainquest feststecken, um einen neuen Gwent-Partner zu entdecken, um eine neue Location, ein neues Schankhaus zu entdecken. Ja, starten wir einfach mal. Och, Skoyatel, die machen wir ja in 0, nix fertig. Das ist ja kein Gegner, das ist ja Schlachtvieh quasi. Okay, jetzt spucke ich ganz große Töne. Da muss ich leider auch den ganzen Taten erstmal folgen lassen, ne? Sonst wird das Ganze ein bisschen peinlich. Aber ich bin mal zuversichtlich, das wird schon. Boah, das sind die ganz guten Spione, 0 und 1. Ulala, da kommt Versteckung. Und ich krieg nochmal 2 Karten. Bam, ins Gesicht. Oha. Oh, wie süß ist denn das? Na, dann gucken wir doch mal. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Mal sehen, ob der übermütig wird. Ja, er wird übermütig. Ich habe ja hier unseren König Volltest und der hat ja diese schöne Anführerkarte, womit ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann. Badam! Zack, bin ich bei 20 und hab das Ding gewonnen, Junge! Tja, da hat er sich ins eigene Fleisch geschnitten. Ich habe 4 Karten mehr und eine Runde schon gewonnen. Oh, ich sehe das Ding eigentlich ziemlich sicher für mich, um ehrlich zu sein. Das könnte jetzt auch Übermut sein, gebe ich offen zu. Aber ich bin echt positiv gestimmt, dass da nicht großartig irgendwas dazwischen kommen kann. Och, du hast jetzt eine Szene. Ach, ist das süß.
Damit wird er mir ungefährlicher, weil er mit den Brennkarten nicht mehr viel erreichen kann. Beziehungsweise sie, nicht er. Och. Jetzt wird es aber ein bisschen melodramatisch hier. Naja, soll nicht mein Problem sein. Das wird schon alles. So, jetzt kommen wir zumindest auf 2 Punkte jeweils Liste. Oder Katapult oder was das war. Tribuchet? Keine Ahnung. Was ist das denn hier für ein Schmuh? Das ist... Keine Ahnung. Irgendwas ist es auf jeden Fall. Wir werden es noch erkunden. Och, ist das schnuckelig. Da habe ich doch auch noch was von Ratio Farm. Gute Preise, gute Besserung. Dann holen wir auch noch das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. So, da kriegen wir auch nochmal 2 raus. Dann packen wir auch noch hier. Zack. Richtig schön drauf. Und Ole! Ganz knapp gewonnen. Ach, ist das schön. Ein paar Grünchen. Ach, eine skellige Karte und auch ein Folgenende. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir hoffentlich mit Sianna ins Gespräch kommen. Bis dahin, ciao, ciao, ihr Lieben. Und ich freue mich schon riesig darauf, wo uns so die Story noch hinführen wird.